Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Rules Multiplayer Schlacht. Heute sind wir auf der Karte Blitz. Ist ein 1 gegen 1. Ja, das wurde mir geschickt von Don King. Vielen Dank an ihn. Ja, wer spielt denn hier genau? Also, Team Blau, wie gesagt, Don King, TBN Clan als ein Deutscher. Spielt gegen Spirit vom Ja Clan, auch als ein Deutscher. Okay, also haben wir ein Mirror Match. Ich denke, lassen wir es einfach mal laufen, gucken, was die hier fabrizieren, die Männer. Schauen wir uns erstmal ein bisschen die Ruses an. Ist noch keiner draußen auf der Seite. Spirit hat aber schon einen Blitz draußen, um die Gebäude schnell an die Stelle zu bringen, an die er sie haben möchte. Okay, Don King macht hier rechts einen Blitz hin. Okay, alles klar, weiß ich auch warum. Schauen wir uns nochmal an, was die bauen. Also Don King holt sich ein Nachschubdepot hier hin, eine Kaserne an die linke Seite und eine Kaserne hier vorne hin. Ja, okay, die Kasernen der Deutschen kosten 30 Dollar, das ist ziemlich teuer. Aber die Infanterie, die dann da rauskommt, ist halt ziemlich billig, deswegen gleicht sich wieder aus. Was macht ein Spirit? Spirit holt sich zwei Nachschubdepots und will erstmal nur mit einer Kaserne arbeiten. Hat aber mittlerweile auch Blitz in der Mitte, um da schnell Einheiten wahrscheinlich durch die Mitte vorzupumpen. Okay, Don King arbeitet wie gesagt immer nur noch mit einem Ruse. Was holt denn der sich jetzt? Er holt sich das hintere Nachschubdepot hier. Gut, ist auch richtig so. Dann haben nämlich beide Teams zwei Nachschubdepots. So, Spirit pumpt erstmal, ja, leichte Infanterie. Vereinzelt ein bisschen wahrscheinlich, um an verschiedene Positionen schnell vorrücken zu können. Oh, jetzt kommen da einige Gebäude raus bei Spirit. Eins wurde abgebrochen. Das nächste ist noch ein Nachschubdepot, ein drittes Nachschubdepot. Gut. Das heißt, wenn das Ding ankommt, ist auf jeden Fall Spirit im Wirtschaftsvorteil mit drei Nachschubdepots gegen zwei. Aber im Gegenstoß kann natürlich Don King dann natürlich das Geld nutzen für mehr Einheiten. Wobei er halt auch durch die zwei Kasernen ziemlich viel Ausgaben hatte, durch die 30 Dollar je Kaserne. So, hier ist er sich noch uneinig, wo die Kaserne hin soll anscheinend. Hier kommt mal Mr. STKFZ raus. Warum nicht? Ist ein Aufklärer, kann auch schön gegen Infanterie schießen und so. Spirit holt sich doch noch eine Kaserne zur Verteidigung der rechten Seite. Das heißt, die kostet natürlich auch 30 Dollar, da er auch ein Deutscher ist. Okay, ziemlich ausgeglichenes Spiel von den Gebäuden her, bis auf das eine Nachschubdepot, was Spirit sich mehr holt. Er pumpt jetzt auch mal ein STKFZ gegen. Jetzt geht es halt darum, wer ist im Wald und wer ist nicht im Wald. Der, der im Wald ist, gewinnt. Ne, Don King zieht sich zurück, da er weiß, Spirit wird schneller im Wald sein als er. Ja, hier wurde auch eben Gebäude wieder abgebrochen. Also ziemlich viel Strategie und Taktik, die hier abläuft gerade. Wollen halt nicht das falsche Gebäude bauen, denn wenn du das falsche Gebäude baust, kannst du ruckzuck auch das Spiel verlieren. Okay, Don King entscheidet sich jetzt dazu, ein drittes Nachschubdepot zu holen, um das ganze Ding auszugleichen. Hier den Truck tut er, glaube ich, hin und her schieben die ganze Zeit, um Spirit nicht wissen zu lassen, was es ist, damit er nicht darauf reagieren kann. Aber jetzt wird er es, glaube ich, hinstellen. Hat auch hier drüben Blitz gewirkt, wie ich jetzt sehen kann, genau. So, Don King hat auf Infanterie getaggt, schwere Infanterie, vollkommen richtig so. So, der erste Kampf zwischen zwei STKFZ müssten sich eigentlich gegenseitig neutralisieren. Oh, der Fanatismus kann natürlich aushelfen. Jetzt geht natürlich Spirit wahrscheinlich schnellstmöglich in den Wald rein, um den Schutz des Waldes zu haben. Hier kommt aber ein zweiter STKFZ, hier kommt auch ein bisschen Infanterie raus. Okay, jetzt blinkt das Teil. Ich denke, jetzt müsste er auch auf den Sack kriegen. Ja, und schon ist er tot gleich. Okay, es wird auf jeden Fall Spirit hier auch, glaube ich, forschen. Was ist das jetzt hier? Ah, Don King hat das Nachschubdepot doch abgebrochen. Das hat er nämlich. Okay, alles klar. Das heißt, wenn das Ganze durchgehalten wird von Spirit, der jetzt übrigens auch geforscht hat, auch schwere Infanterie, wird er auf jeden Fall im Wirtschaftsvorteil sein, weil die Trucks fahren halt die ganze Zeit immer weiter Nachschub nach Hause. Hier gibt es jetzt einen Vorsturm mit schwerer Infanterie, mehreren STKFZ. Ja, die Infanterie müsste auch mitgehen. Vorne weg am besten. Okay, Spirit holt seine STKFZ, die hier drüben waren, rüber zu seinem einen, um den zu verstärken sozusagen. Schickt jetzt auch ein bisschen schwere Infanterie rum, aber Don King hat auch schwere Infanterie am Start. Was haben wir jetzt hier? Jetzt holt er sich wirklich das Nachschubdepot. Ist auch richtig so, weil sonst gibt es nämlich ein Problem vom Einkommen her. Also ich denke mal, Spirit hat ordentlich Einkommen gerade gehabt, weil die ganze Zeit schon diese 3-Dollar-Trucks hier rumfahren.
Okay, interessantes Ding mal wieder. Wieder Infanterie und STKFZ. Aber wenn der Gegner das macht, muss man halt mitziehen, ne? Oder man, ja, tut sich halt festlegen auf Pax, aber das kann dann wieder nach hinten losgehen. So. Erstmal wird jetzt von den beiden Herren wahrscheinlich überlegt, was macht man jetzt am besten hier. So, STKFZ plus Infanterie gehen jetzt schön in die Mitte, um wahrscheinlich von da aus flexibel in alle Richtungen reagieren zu können. Oder haben sie was vor? Ah, okay, hinten gibt es jetzt einen Truck von Spirit. Okay, Artillerie-Luftabwehrbasis. Vielleicht gar nicht dumm. 88er wäre nützlich, aber auch sehr teuer. 88er halt gegen die STKFZ oder Artillerie gegen die Infanterie und Gebäude natürlich auch. Also, vielleicht keine schlechte Entscheidung. Mal gucken, wie Don King darauf reagiert. So, hier gibt es hier einen Vorstoß. Wahrscheinlich möchte er den Truck kriegen. Aber schafft das noch, sich aufzubauen? Ja, ich denke schon. Jetzt zieht er sich lieber zurück, Don King. Er weiß halt nicht, könnte ja auch ein Blockhaus sein, zum Beispiel. Aber jetzt sieht er Artillerie-Luftabwehrbasis. Mal gucken, was er jetzt macht. Denn Artillerie-Luftabwehrbasis der Deutschen ist nicht so billig, ne? 45 Dollar. Das ist schon mal eine gute Investition. Gut. Was baut jetzt Spirit als nächstes? Don King tut überall ein bisschen Infanterie langschicken. Ich überlege gerade, vielleicht hätte er schon mal ein bisschen früher die Infanterie hier links langschicken sollen, bis sie so das Nachschubdepot angreifen. Ja, er hätte halt wahrscheinlich. Oh, ein 88er. Ist jetzt halt die Frage: 88er kostet auch 40 Dollar. Das heißt, er hat jetzt Gebäude plus 88er 85 Dollar ausgegeben. Don King reagiert, mal sehen mit was. Luft, ein Flugfeld. Finde ich richtig so. Vollkommen richtige Entscheidung. Denn das Flugfeld kostet. Was kostet das Ding? Ah, wo steht's? 50 Dollar plus 1, 2 Flieger, dann ist er plus ein Flieger. Und den Flieger kann er auch flexibel nutzen. Wenn er jetzt zwei Jagdflieger nimmt, kann er schön die 88er wegholen. Und kann dann gleich leichte Bomber bauen, zum Beispiel. Und schön hier hinten Nachschubdepot abpflücken und so. Würde ich sogar jetzt gleich vorschlagen. Gleich zwei Bomber bauen. Ah, interessante Taktik. Don King hat hier drüben Tarnnetz gewirkt. Und hat dort auch das Flugfeld hingebaut. Interessante Wahl. Das macht nicht jeder. Viele würden halt das Flugfeld hier hinbauen. Jetzt weiß halt Spirit, falls er nicht Dekodierung hat, nee, gar nicht genau, was da abgeht, wo das Gebäude hingefahren ist und so weiter. So, hier vorne, was passiert hier? Also, übergehen von Spirit ein paar Infanteristen mit STKFZ lang, hier auch. Aha, jetzt haben wir auch Artillerie auf dem Feld. Schon zwei Stück. Ja, und dagegen muss auf jeden Fall. Ist eine starke Kombi gerade. Infanterie plus 88er plus Artillerie ist eine starke Kombi. Wenn nicht das Flugfeld wäre, das könnte die Entscheidung bringen. So, Don King holt jetzt Verstärkung in die Mitte. Ja, die STKFZ haben zum Glück eine Rüstung. Rüstung 1, das ist sehr gut gegen die Artillerie. Und wenn sie auch noch im Wald stehen, halten die einige Schüsse aus. Nur halt die 88er ist das perfekte Mittel gegen die Jungs. Don King, was baut er denn eigentlich? Er holt sich Jagdflieger, alles klar. Dann wird er wohl erstmal die Flak wegholen wollen. Okay, die Infanterie hat ordentlich Schellen abbekommen, blinkt an verschiedenen Stellen. Natürlich, drei Artilleriegeschütze machen ordentlich Schaden an leichten Einheiten. Und die STKFZ lassen die Infanterie gar nicht weiter vorrücken. Okay, jetzt kommen zwei Jagdflieger. Top, wenn er jetzt die 88er holt, hat er einen schönen. Ge ja, Flugfeld hat sich jetzt schon fast gelohnt. Ja, jetzt natürlich Spirit sofort Luftabwehr bauen. Aber in diesem Angriff kann er sie nicht wegholen, die Flieger. Okay. STKFZ drücken jetzt hier einfach mal vor. Don King pumpt eins gegen, aber Spirit hat den Waldvorteil. Schön, die Artillerie holt jetzt die Kaserne weg. Drei Artilleriegeschütze machen mit einer Salve ein Gebäude platt, die meisten. Außer Uhrkuh und so, glaube ich. Ja, die Kaserne dürfte jetzt down gehen. Ja, auf jeden Fall. Schön mit der Infanterie vorne weg, um die STKFZ aus dem Wald zu vertreiben. So, ich denke mal, jetzt wird auf jeden Fall Spirit die Luftabwehr schön verteilen. Oh, hier wurde ein STKFZ mit der Bazooka weggeholt. Ja, jetzt müsste Don King auf jeden Fall die Artillerie beschießen, weil sonst macht ihn nämlich das Nachschubdepot kaputt. Er fängt jetzt auch. Und da Spirit leider die Artillerie gebloppt hat, ja, seht ihr, zwei Jagdflieger, komplett drei Artilleriegeschütze weg. Don King hat jetzt leichte Bomber auf dem Feld, vollkommen richtig so. Noch einer. Wenn er jetzt zwei Stück hat, dann müsste jetzt anfangen, die Nachschubdepots wegzuholen. Sehr schön, Spirit fährt vor an die Grenze des Waldes, um halt hier auch vor allem Nachschubdepots weg zu Nachschubtrucks zu holen.
Don King holt jetzt hier noch ein paar Essigkräfte dazu, um den Graben zu vertreiben, weil er braucht den Nachschub sehr, sehr dringend. Hier müsste Don King am besten in den Wald reinfahren mit den zwei Stück. Weil Wald ist eine sehr wichtige Sache bei so Einheiten, die in den Wald können, da die halt viel mehr aushalten im Wald. So, Infanterie kommt zur Unterstützung von Spirit nach vorne, nächste Artilleriegeschütze. Luftabwehr hat er schön überall verteilt. Ja, aber hier hinten müsste Don King was machen. Diese Nachschubdepots einfach hinten lang fliegen. Am besten gleich vier Bomber haben. Hinten lang, zack, zwei Stück, zwei Stück. Und dann hätte Spirit nicht mehr so viel Einkommen erstmal. Aber gut, leichter gesagt als getan. Jetzt hat Don King hat in seiner Komposition ein paar Junker gebaut. Ich weiß nicht, also ich fände es besser, hätte er hier leichte Bomber gebaut. Aber gut, die sind ja top gegen SDKFZ. So, Infanterie kommt vorne weg. Artillerie, ist die schon in Reichweite des Nachschubdepots? Oh ja, ist er. Scheiße. Das Ding geht jetzt drauf. Obwohl Don King hat jetzt gerade noch Tarnnetz geweckt. Ich weiß nicht, ob alle drei Artilleriegeschütze geschossen haben. Ja, haben geschossen. Und schon ist das Nachschubdepot kaputt. Das ist ein Problem. So, was baut Don King hier hinten hin? Ja, die Luftabwehr ist schön verteilt von Spirit. Das ist ein Problem für Don Kings Flieger. Zum Glück ist er als Truppe reingeflogen. Dadurch verliert er jetzt nichts. Don King hat sich jetzt eine Kaserne nachgeholt, weil er sonst keine mehr auf dem Feld hat. Oh, jetzt hat sich Spirit auch ein Flugfeld geholt. Das könnte die Entscheidung sein. Weil er muss jetzt nur noch Jagdflieger bauen. Und dann hat Don King ein Problem, weil er hat effektiv nur einen einzigen Jagdflieger und keine Luftabwehr auf dem Feld. Und natürlich hat er einen Wirtschaftsvorteil. Ja, ich denke, die Entscheidung ist hiermit gefallen. Machen wir ein bisschen schneller. Aber bisher ein schönes taktisches Ding. Okay, Don King pumpt hier drüben einiges an Infanterie raus. Artillerie wird jetzt nach vorne geschoben. Einheiten werden schön verteilt, wo sie hin sollen. So, hier gibt es erstmal Scheinflieger. Kombiniert mit, ja, mit rein mit Jagdfliegern. Ja, Don King hat mittlerweile zwei Bomber. Infanterie rennt jetzt vorweg. Die Flieger kommen hinterher, okay, alles klar. Oh, am besten sollte Don King jetzt das Flugfeld bomben. Okay, Spirit fängt den ganzen Kram ab und Luftabwehr am Boden machen ordentlich Schaden. Don King geht jetzt zwar in den Wald rein, aber Spirit verfolgt die Flieger auch ein bisschen. Jetzt kommen die SDKFZ mit ins Spiel. Oh, ein bisschen zu nah rangefahren. Da gab es Bazooka-Schellen auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt hat Spirit auf jeden Fall ordentlich die Lufthoheit und produziert auch schon leichte Bomber. Ja, Artillerie tut schön seitlich abfangen, der SDKFZ auch. Und jetzt kommen sogar noch die Jagdflieger. Gut, ne, schwierige Nummer jetzt. Jetzt ist es wirklich schwierig. Don King hat nur ein aktives Nachschubdepot, das hier hinten. Das ist auch gleich leer. Einheitenmäßig ist definitiv Spirit im Vorteil. Hat nicht nur viele Einheiten, sondern auch schöne Variationen. Was baut Don King jetzt hier? Noch ein Nachschubdepot, alles klar. Okay. Ja, okay, alles klar. Das Ding ist auf jeden Fall vorbei. Aber noch ein bisschen schneller. Was gibt's hier Feines? Luftabwehrbasis, alles klar. Okay, ja. Gut, aber jetzt ist ein bisschen spät jetzt. Infanterieangriff hier drüben mit Fanatismus. Okay, den wird Don King noch abhalten können. Aber jetzt kommt die Artillerie und schießt die Kaserne platt. Auf jeden Fall. Noch eine Salve. Ist das Ding eh weg. Ja, vorbei. Okay, also, nee, ich fand, das war ein interessantes taktisches Ding. Da wurden halt sehr lange überlegt, bis Entscheidungen getroffen wurden bezüglich der Gebäudewahl. In diesem Fall hat Spirit sich richtig entschieden. Ja, also danke an Don King fürs Video. Danke generell an die Spieler, dass ich zeigen darf. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.